mitmachen, Ideen einbringen, Frankenau fit für die Zukunft machen. Kreative Ideen der Jugendlichen war gefragt und die Zukunft des Dorfes, der Stadt mit zu gestalten und zwar aktiv. Dazu gab es dann Gelegenheit, im alten Kuhstall von Metzen in Ellershausen einen Workshop zum Thema Frankenau 2030. Eingeladen waren alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den Frankenauer Stadtteilen. Nur Altenlotheim war nicht dabei. Und damit das Ganze nicht so trocken wird, dass von Bioline moderiert wurde, nämlich von Stefanie Koch und Friedrich Heinemann, gab es im Anschluss die Bierpongmeisterschaften, der Wettkampf der Frankenauer Vereine mit anschließender Siegerehrung. Ja, Anderhöfen. Auf jeden Fall haben wir zu unserem Freund, der da unten quasi eine Kneipe hätte, aber sie nicht betreiben kann. Nee, er hat keine Kneipe, der hat eine Jauschmiede. Genau. Und theoretisch wäre unser offizieller Anfahrweg zu. Das Ding ist halt, da haben wir auch halt eine kleine Wünsche, aber das muss man Das ist ja unser Problem. Oder so wenig. Laura Trollhagen, Vorsitzende vom Jugendclub Ellershausen. Eine Veranstaltung heute ging es eigentlich um euch, um die Jugendlichen. Jetzt ist gerade der Jugendclub Ellershausen ja jemand, der sehr aktiv ist. Oktoberfest kennt man also weltweit hier in Ellershausen, aber auch viele Veranstaltungen. Aber was verspricht man sich von so einer Veranstaltung heute, wo es um die Jugend geht? Dass natürlich am Ende auch viel bei rumkommt. Also dass von den Sachen, die wir jetzt hier heute erarbeitet und aufgeschrieben haben, dass es jetzt nicht nur Sachen sind, die irgendwie aus der Luft gegriffen sind, man schreibt mal irgendwas auf, man macht hier mal mit, sondern dass das alles, was da steht, halt auch umgesetzt wird. Mhm. Und ja, auch hier, wir haben uns halt auch erhofft, dass viele Leute kommen und jetzt nicht nur, klar, wir haben das vom Jugendclub Ellershausen jetzt organisiert, aber dass hier natürlich nicht nur der Jugendclub Ellershausen steht, sondern halt auch viele Leute aus vielen Ortsteilen. Ja, mit den vielen Leuten, also es waren viele Ellershäuser da, es waren Menschen aus Sein oder Jugendliche aus Sein-Rode da, aus Luisendorf, Frankenau. Ja. Altenlotheim hat mit Abwesenheit geglänzt, darf man ruhig mal so sagen. Ja. Aber es geht ja eigentlich um eure Zukunft, ne? Zu sagen, was macht das Leben auf dem Land lebenswert? Wie kann man das Land attraktiv machen, dass man auch als, wenn man nicht mehr ganz so taufrisch ist, dann gerne hier bleibt? Man findet Arbeit, man findet Unterhaltung, Kultur, alles. Ist das wichtig? Ja, auf jeden Fall. Deswegen so manche Sachen, die wir hier aufgeschrieben haben, die da auch mehrmals aufgegriffen wurden, sind jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt so Sitzmöglichkeiten mit Feuerstelle oder irgendwie sowas machen, dass man halt sowas halt auch ein bisschen fördert. Ne? Mhm. Also, dass man solche Sachen halt irgendwie schafft oder alles, was so ein bisschen vorhanden ist, auch so wie Grillhütte oder sowas, dass man das vielleicht mal ein bisschen, ja, irgendwie vielleicht umbaut oder instand hält und so ein bisschen attraktiver macht halt einfach, dass es dann halt vielleicht auch wieder mehr genutzt wird. Vielleicht auch ein Generationentreffpunkt Grillhütte, wo also... Auf jeden Fall. Also es geht ja, ich meine, klar, die Veranstaltung hier ist für die Jugend, auf jeden Fall, aber es geht da definitiv darum, sich auch mit allen da zu treffen. Also so Sachen... Wie früher in der Dorfkneipe, wo also, ich sag mal, der... Hätte man das als Punkt aufschreiben können, hätten wir es aufgeschrieben. Die 15-Jährige mit dem... André, mach die nochmal aus. Meiner Generation ganz locker an der Theke saßen und über Gott und die Welt geredet haben. Oder man kannte sich, man redete, also es war so ein Generationentreffpunkt. Sowas im Sommer zum Beispiel, die Grillhütte. Auf jeden Fall. Oder wie in Ellershausen jetzt auch hier das Dorfgemeinschaft...
die Drehscheibe, der Dorfmittelpunkt, wo wir auch immer Maibaum stellen oder sowas machen. Das ist ja keine Veranstaltung für Jung. Das ist ja eine Veranstaltung für einen Ort. Und da ist ja egal, wer da kommt. Und es sind ja alle herzlich willkommen und nicht nur die jungen Leute. Also wenn wir hier Treffpunkte schaffen, dann wollen wir uns natürlich das fördern, dass wir uns mit jungen Leuten irgendwie zusammen treffen können und mit denen was zusammen machen können, aber freuen uns da eigentlich über jeden, der da natürlich vorbeikommt und jeden, der das dann halt auch nutzt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer Verbesserungspotenzial, gerade in der Infrastruktur für die Jugendlichen, denn nicht jeder mag an der Grillhütte sitzen oder mit dem Kastenbier an der Drehscheibe. Da ist noch Verbesserungspotenzial, auch in den Zusammenarbeit der Jugendclubs, der Stadtteile zusammen. Ja, gerade da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt heute hier genannt haben, dass wir ortsübergreifend auch echt uns ein bisschen verbessern müssen. Gerade was die Jugend angeht. Ich meine, man hat ja auch heutzutage echt viele Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel einfach so eine ortsübergreifende WhatsApp-Gruppe machen oder so, wo man die ganzen Jugendlichen zusammen hat. Da kann man zusammen mal was planen oder man kann auch einfach schon zum Informationsaustausch. So Sachen wie heute, die werden ja viel besser, hätte man viel besser planen können, wenn es sowas vielleicht vorher schon gegeben hätte. Dass man viel besser die ganzen Jugendlichen aus allen Orten auch ansprechen kann. Ja, jetzt ist 1.1 natürlich schon das zweite Mal ausgefallen, das berüchtigte Oktoberfest, das hat der Jugendclub Ellershausen immer alleine gestemmt und auf die Beine gestellt. Ja, das ist richtig. Also die Spitzenreiter waren, glaube ich, mal in 2017 2.500 Besucher. 2019 waren es immerhin noch 2.000 Besucher und dann fiel es aus. Wie schafft man das eigentlich? Puh, viele Hände. Auf jeden Fall. Immer jeder herzlich willkommen. Also wir suchen immer neue Mitglieder. Schafft man halt auch wirklich nur zusammen. Ich sag mal, die Sache, die Woche aufbauen, das ist auch für einen Jugendclub unglaublich schön. Das ist teilweise für einen Jugendclub echt schöner als das Wochenende an sich. Ich meine, das ist für uns ein schönes Gefühl zu sehen, was da für Leute stehen, wie viele Leute da kommen. Aber der Zusammenhalt, der ist eigentlich die Woche beim Aufbauen oder auch wieder beim Abbauen. Den Sonntag, den machen wir immer so ein bisschen Jugendclub intern. Und Du musst mal dazu sagen, ihr seid nicht die Dorfjugend, die von morgens bis abends hier an der Milchbank rumlungert, sondern ihr habt eure Jobs, ihr geht zur Schule, seid in der Ausbildung. Das ist dann schon eine harte Zeit, das Oktoberfest. Ne? Das auf jeden Fall. Also da jetzt sehen wir halt auf jeden, der da kommt und der sich dafür halt auch gerne Zeit nimmt, wo es denn halt möglich ist. Denn viele, die an die Arbeit gehen, haben sich halt dafür dann natürlich auch mal Urlaub eingetragen, für so eine Woche aufbauen. Weil da braucht man halt auch wirklich jede Hand und es ist halt viel Arbeit, auch im Vorfeld natürlich, die da läuft. Also in Anführungsstrichen Erwachsenen auch mit beim Aufbau? Ja, gerade beim Zeltaufbau. Ja. Da haben wir viele erfahrene Väter von uns mal dabei, die wissen, wie der Hase läuft, die uns dann natürlich auch unterstützen. Ne? Die schon so das eine oder andere Zelt in ihrem Leben aufgebaut haben, die packen uns da auch nochmal schön an. Also wir haben auch einen Männergesangverein zum Beispiel, der uns jedes Jahr Freitag einen Dienst macht, jedes Mal freitags. Ja. Und dafür revanchieren wir uns ja dann auch wieder bei denen ihren Festen. Also der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft funktioniert und auch im Jugendclub Ellershausen, der im Dorfleben, ein wichtiger Teil des Dorflebens von Ellershausen ist. Ja, ich würde sagen, so die Vereinsgemeinschaft, alles das Zusammenleben hier in Ellershausen, auch mit den Vereinen von jung bis alt, finde ich, ist auch wirklich ein ganz schönes Vorzeigebeispiel für andere Orte. Ich glaube, so wie das hier funktioniert, funktioniert das nicht überall. Also hier können wir von jung bis alt, jeder kann hier eigentlich auf jeden zählen und die Vereine untereinander verstehen sich super, man hilft sich gegenseitig. Ich glaube, das ist nicht überall selbstverständlich. Laura Trollhagen, Vorsitzende des Jugendclubs Ellershausen mit dem weltberühmten Oktoberfest. Laura, vielen Dank. Gerne. Maximilian Sauer, Jugendclub Ellershausen. Heute sind die internationalen Dorfmeisterschaften im Bierpong, oder wie sehe ich das? Ja, ist halt ein bisschen intern mit ein paar Leuten von den unterschiedlichen Ortschaften jetzt. Nach der Bioland-Veranstaltung wollte man das mal so als Anreiz nehmen, dass man eher dahin kommt. Und, ja. Jetzt war ja die ganze Zeit auch durch Corona der sonst sehr aktive Jugendclub Ellershausen. Das Oktoberfest ist letztes Jahr ausgefallen, dieses Jahr ausgefallen. Einige andere Veranstaltungen aufgrund von Corona auch. Also gibt es jetzt hier die Dorfmeisterschaften im Bierpong. Einfach so, um mal wieder eine Veranstaltung Corona-konform im Jugendclub durchzuziehen. Ja, es ist ja eher so entstanden mit dem Bierpong-Meisterschaft, dass wir halt einen Anreiz gesucht haben. Mit der Bioline ist an uns herangetreten und dann halt
dass man halt was findet, womit man mehr Leute ranziehen kann an sowas. Ja, ist auch ein schöner Abschluss am Abend von so einer Veranstaltung. So, wie funktioniert das Ganze? Da vorne sehen wir schon Becher aufgebaut. Ja, halt in dem Fall haben wir jetzt hier 6 Becher. Ja. Die werden dann vollgemacht mit Bier. Ja. Halb voll, wie man halt spielt. Und dann hat man Ping-Pong-Bälle, Tischtennisbälle, muss man die halt gegenüber werfen. Und wenn der Becher getroffen wird, muss die Mannschaft, wo der Becher getroffen wurde, muss den Becher leer trinken. Leer trinken. So. Also so ein typisches Kneipenspiel. Genau. Ja. Da gibt es ein paar Sonderregelungen. Zum Beispiel, wenn der Ball auf dem Tisch aufditscht, bevor er in den Becher kommt, darf man den wegschlagen. Okay. Und aber wenn der Ball auf dem Tisch aufditscht und springt in den Becher, gilt das? Ja, das zählt natürlich. Also mit Bande quasi. Ja, genau. Aber wenn er halt aufditscht, darf man den wegschlagen. Ja. Ist halt, aber den direkten Ball nicht. Der, genau, darf der, nicht behindert der darf nicht behindert werden. Und spielen immer 1 gegen 1? Nee, Zweierteams spielen wir. Immer Zweierteams. Genau. Aber immer, da stehen an jedem Ende vom Tisch stehen 2 Leute. Genau, jedes Team besteht aus 2 Leuten. Ja. Und dann wird abwechselnd getrunken oder wie sich das Team darauf geeinigt hat. Ne? Und irgendwann sieht man aus den vielen Bechern, die man leer getrunken hat, dann stehen da eben nicht 6 Becher, sondern 60 und irgendeinen wird man treffen. Nee, die werden dann halt immer weggestellt. Nein, wenn man doppelt sieht, meine ich. Genau, könnte passieren. Wenn halt ein Becher getroffen wird, wird er leer getrunken, weggestellt und man darf pro Spiel 1 bis 2 Mal alle Becher wieder zusammen neu zusammenstellen lassen. Ja, so eine bessere Chance hat zu treffen. Also ein kurzweiliges Spiel für den Kulturkuhstall hier vom Metz. Ja, genau. Einen schönen Abschluss von der Veranstaltung. Maximilian, vielen Dank. Kein Problem. Du trinkst aus. Das war kein Spaß. Nein, ihr meint doch, zu 2 müssen noch jetzt trinken. Der ist drin. Du trinkst das Ding, ey. Hast du erst einmal der war auch schon einmal. Ich glaube, ich erst das zweite Mal dann schon wieder geworden. Ja, aber ich. Wir haben alle nach dem anderen guten. Ja. Trink das Ding jetzt. Ja, okay. Mein Gott. Diskutieren wir eigentlich noch nicht. Wir wollen Bier trinken. Was ist denn hier? Ja, trink mal am Samstag einfach.